Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Reaction Video. Heute habe ich mir den guten Gen Burton mal reingezogen. Er hat einen aktuellen Weltrekord aufgestellt oder einen neuen Weltrekord in Kontrolle mit über 10.000 Schaden, über 50 Kills. Dieses Gameplay auf Olympus, der Olympus Control Map, ist sowas von unfassbar genial. Es ist tatsächlich das erste Video, was ich von ihm überhaupt gesehen habe. Ich kenne den Typen, aber ich habe mir halt noch nie was von ihm reingezogen. Es ist ein unfassbar geniales Gameplay. Er spielt auf der PlayStation mit Controller. Ich muss mir mal die Settings reinziehen, weil mir geht es tatsächlich immer so, und das sage ich auch während der Reaction, wenn ich so ein Video sehe, denke ich mir immer, boah, jetzt mach den Kasten an und spiele selber so, und dann denkst du dir, hallo Realität. Es ist einfach wirklich total genial. Ich bin auf eure Meinung für dieses Gameplay gespannt. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wenn das gut ankommt, dass ich mir hier und da auf jeden Fall immer mal wieder so ein Reaction-Video raussuche über neue Rekorde, Damage, Kills, was auch immer. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Gameplay. So, gleich mal her. Ach, das ist erstmal das Intro, okay. Er spielt auf PlayStation, okay. Ich dachte, das ist ein PC-Spieler tatsächlich, okay. Holy shit. Also der hat krasses Aim. Das sieht man schon. Olympus. Geilste Kontrollmap. Das ist mal Fakt. Er spielt Wraith. Ich finde tatsächlich das beste Loadout mit diesem Modus ist definitiv die 301. Also das ist meine Meinung. Wer Bock hat, schreibt gerne mal in die Kommentare nebenbei, wie findet ihr den Kontrollmodus? Der ja leider nicht permanent kommt, wie es aussieht. Alter, das Aim ist unfassbar stark. Da verzieht ja null. Nothing. Krass. Oh. Wahnsinn. Das ist einfach nur ein Laser. Irgendwo gibt es auch ein Video von ihm, da zeigt er seine Settings. Müsste man eigentlich mal testen. Man neigt aber immer dazu, wenn man irgendwelche Pro-Spieler sieht, die dann ihre Settings veröffentlichen, dann denkt man, oh, jetzt habe ich den absoluten Aimbot, sage ich mal, als Setting. Unfassbar. Wie ihn aber auch keiner aus diesem Spot rausholt, krass. Kurzer Cut. Nach wie vor der Meinung, es ist der geilste Modus, um sich schön warm zu spielen. Man muss aber auch echt Glück mit dem Loadout haben. Das ist halt ein bisschen nervig, aber ansonsten finde ich Kontrolle ein absolut geiler Modus. Macht auf jeden Fall nicht den Fehler und hängt die ganze Zeit direkt bei B. Das ist immer um B rumrum. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Aber nicht direkt in B. Wenn die dich einmal überrennen, geht das dir so auf den Sack, wenn du jedes Mal von A oder von C versuchst, wieder direkt in die Mitte zu kommen. Wenn du da bescheidene Mates hast, gleich am Anfang. Das machen viele zum Beispiel nicht, wenn du schlechte Mates hast. Mach's am liebsten selber. Octane oder Pathfinder. Die erste Zone mit einnehmen und gleich von dort aus eine Zipline Richtung B. Damit du jedes Mal, wenn du drauf gehst, relativ schnell wieder in der Mitte bist. Das ist das Beste, was du machen kannst, finde ich jedenfalls. Habibi Squad is back. Unfassbar, ey.
gerne mal auf den Controller gucken, wie er das steuert, wie ruhig er dabei ist. Das ist krass. Wahnsinn. Die rennen aber alle direkt in die Arme. Wahnsinn. Was jetzt nicht bedeutet, dass das jetzt ein Freifahrtschein ist für so viel Damage und so viele Kills. Das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Krass. Es macht so unwahrscheinlich Spaß zuzusehen. Man braucht eigentlich gar nicht viel dazu sagen, außer es geht einfach runter wie Öl. Schade, dass der Kontrollmodus keine Damage- und Kill-Anzeige hat. Das würde ich noch ganz geil finden. Das ist unfassbar. Die Reaktion, wenn der Gegner gerade von diesem Plateau droppt und er sofort hinterher geht. Krass. Wraith gegen Wraith. Geil. Kann sich einfach nicht satt sehen, Wahnsinn. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, was ist so die geilste Legende? Also ich spiele extrem gerne Bloodhound in diesem Modus, weil der Skin extrem wertvoll ist. Wraith natürlich mit einer kleineren Hitbox, um nicht so schnell drauf zu gehen. Unsichtbar ist natürlich auch eine coole Sache. So ein Portal ist auch mega wertvoll. Da klappt ja einfach nur die Kinnlade runter. Wahnsinn. Er bewegt sich die ganze Zeit zwischen A und B. Ja klar, das ist das meiste los, ja. Weil A spawnen die ganzen Gegner, weil B neutral zumindest jetzt ist. Ich habe es jetzt nicht für den ganzen Fight beobachtet. Aber der hat halt Dauer-Action. Viele machen den Fehler und warten die ganze Zeit bei B, wenn du B einmal eingenommen hast. Und chillen da und warten. Und viele Gegner haben dann irgendwann aber keinen Bock mehr. Der wundert sich gerade selber, was da los ist. Viele haben dann keinen Bock mehr und nehmen Trident und fahren dann direkt in deine Base und versuchen dort irgendwas zu reißen. Aber B macht halt am meisten Bock. Das ist wie er es selber nicht glauben kann, was er da gerade macht. Das ist Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Wahnsinn, Wahnsinn. Hab ich schon Wahnsinn gesagt? Was war das, Prayball? Trailer unterwegs. Von links. Ah, da. Oh mein Gott, wie überlebt er es? Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Der ist sowas von unstoppable, das ist übelst krass. Das könnte ich mir Stunden reinziehen, Wahnsinn. Ultra krass, wirklich. Der Kraber. Wie er sich um die Kraber sorgt. Na gut, er will natürlich jetzt richtig auf die Kacke hauen, weil jedes Mal, wenn du drauf gehst, hast du wieder diesen unnötig langen Weg, diese Respawn-Zeit teilweise von fast 10 Sekunden, bis du wieder mitmachen kannst. Das zieht dich völlig aus dem Flow. Hm.
Kennt ihr das, wenn ihr jemanden so zuguckt, der so krass spielt, und denkst du dir, boah, jetzt mache ich auch meinen Kasten an, hab richtig Bock, und du kriegst direkt eins aufs Maul und hast keine Lust mehr. Oh mein Gott. Das ist zu göttlich. Oh, ich hoffe so sehr, dass dieser Modus irgendwann permanent ist. Komm einfach nicht bei B rein, die Gegner. Krass. Einfach krass. No. Oh fuck, man. Was wollte er jetzt mit diesem Portal bezwecken? Mal interessieren, warum er die Minimap ausgeschaltet hat, ist mir gerade mal so aufgefallen. Oben links, die ist gar nicht aktiv. Ich finde es immer gar nicht so schlecht, zumindest da mal kurz zu sehen, wer um dich rum alles läuft. Das meine ich hier mit dieser Zipline ganz am Anfang. Erstmal A einnehmen, kletter hoch. Und gleich eine Zipline Richtung B. Bist du mal relativ schnell in Action. Er ahnt sogar die 10k. Krass. Bro, what did I just do? Man kann es aber noch nicht fassen. Oh my god! Holy shit! Oh my god, dude! What's the record? 10,000. How much? What's the damage record? That is the record? No fucking shot. How much, what's the damage? 10.000 Damage und 52 Kills ist schon krass. Und 10, also, boah, Wahnsinn. Also ich glaube, der Weltrekord im Battle Royale Damage war auch so um die 10.000, aber da weiß ich nicht, wie viele Kills es sind. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das ein oder andere Rekordvideo schlummert auf jeden Fall noch auf YouTube. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, da das ein oder andere Rekordvideo noch aufzunehmen. Ob das jetzt aktuelle Rekorde sind oder einfach Rekorde, die schon ein bisschen älter sind. Keine Ahnung. 30 Kills, 40 Kills. Gibt es ja genug Rekorde, die da schon gebrochen wurden. Damage-Rekorde und so weiter. Ich denke, da könnte man sich mal bedienen. Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und im Allgemeinen fand ich das Gameplay einfach geil. Es ist so spaßig, diesen Typen zuzugucken. Ich bin mal gespannt, ob ich da noch ein bisschen mehr finde. Das war es schon wieder von mir. Und übrigens, ich habe ja jetzt dieses Video, dem dritten Teil meines Nostalgie-Videos, die besten 50 Clips von Season 0 bis Season 3, habe ich vorgezogen, weil ich dachte, das ist sehr, sehr aktuell. Das ist jetzt Stand, wo ich das aufnehme, gerade mal so 4-5 Stunden alt. Und deswegen habe ich das jetzt mal vorgezogen, um euch das zu zeigen. Der dritte Teil kommt auf jeden Fall im Laufe der neuen Woche. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.